Victor Osimhen, der steht wohl mit einem Bein schon beim FC Chelsea. Jetzt läuft eine neue Verhandlungsrunde. Wir schauen uns das Ganze an. Zudem Entscheidung beim Poker rund um Jadon Sancho. Und Lothar Matthäus, er fährt über die Bayern drüber. Heftige Kritik der Bayern-Ikone. Das und mehr Themen jetzt gleich hier in diesem Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft keine News mehr rund um die Bundesliga zu verpassen. Und natürlich auch alle anderen Ligen dieser Welt. Checkt gerne mal mein Instagram ab, brudi_insight für noch mehr News. Und damit gehen wir noch rein ins erste Thema. Ja, Lothar Matthäus zerlegt erneut die Bayern. Er rechnet aufgrund des schweren Fehlers, Matthijs de Ligt zu verkaufen, mit ganz, ganz großen Problemen. Bezüglich Matthijs de Ligt, da sagte er, er war der Abwehrchef. Nun sind die Bayern wieder auf der Suche nach einem Nachfolger für David Alaba. Für mich ist das ein Armutszeugnis, dass dieser Leader fehlt. Wir reden hier schließlich vom FC Bayern. Und ja, ich kann das Ganze echt nachvollziehen, denn die aktuelle Innenverteidigung, Minjekin, Upamecano, die machen echt nicht gerade die Anstalten, dass da irgendeine Führungspersönlichkeit dabei ist. Da hat er schon recht. Er sagte, ein Leader muss mit sich im Klaren sein. Er muss von der Mannschaft anerkannt werden. Und diese Eigenschaften sieht er weder bei Minjekin noch bei Upamecano. Und er sagte jetzt ganz klar, die Defensive, die wackelt und die Defensive ist nicht gut. Und auch Goretzka ist zwar eine mögliche Lösung für die defensiven Schwierigkeiten, aber natürlich auch kein Weltklasse gelernter Innenverteidiger, wie das beispielsweise ein David Alaba war. Und genau deswegen sagt hier Lothar Matthäus ganz klar, das Transferfenster der Bayern, der Abgang von Matthijs de Ligt, die Nichtersetzung des Spielers, ist ein Armutszeugnis. Harte, harte Worte hier der Bayern-Ikone und das dürfen sich die einige von euch sicherlich nicht gefallen lassen. Ich weiß, da werden wieder einige kritische Kommentare kommen. Jetzt mal ganz klar gesagt von euch, wie steht ihr zu diesen Worten? Wie steht ihr auch zum Transferfenster der Bayern? Was sagt ihr denn zu der Abwehr? Für mich war das Wolfsburg-Spiel schon sehr bezeichnend. Da gab es so eine Highlight-Compilation auf Twitter von allen schlechten Momenten der Bayern-Verteidiger und da war in einem Spiel einiges dabei. Wenn sie da am Ende nicht nochmal Glück gehabt hätten oder ein Davis noch schnell da gewesen wäre, dann hätten sich die wieder ein, zwei Dinger selber eingeschenkt. Was sagt ihr dazu? Eure Meinung gerne in den Kommentaren. Ein Transfer, der ist jetzt durch. Fabrizio Romano hat das Ganze jetzt auch schon mit einem Here We Go bestätigt. Tatsächlich, Federico Chiesa wechselt zum FC Liverpool. Das Ding ist durch. Er ist beim Medizincheck. Er sagt jetzt auch schon gegenüber den italienischen Medien, dass er glücklich ist, neuer Liverpool-Spieler zu werden. Es gibt eine Einigung zwischen den Clubs. Ablöse 13 Millionen Euro plus Boni. Die können hinzukommen. Chiesa hat einen 4-Jahres-Vertrag bei den Reds unterschrieben. Juventus Turin gelingt dementsprechend auch ein Verkauf eines Spielers, der erstens sowieso keine Rolle mehr gespielt hat. Er durfte ja nicht mehr mit den Profis trainieren. Er sollte unbedingt gehen. Er hat nur noch Vertrag bis zum nächsten Jahr gehabt und aus Sicht von Liverpool macht das Ding auch Sinn. Du holst einen neuen Spieler, der tatsächlich jetzt hier, auch wenn er fit bleibt, gute Momente haben kann. Der kann Spiele entscheiden. Definitiv. Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, es ist ein Spieler, dem ich sehr, sehr viel zutraue. Ich bin mal gespannt. Aber sie holen sich direkt nochmal neue Flügelverstärkung, denn da ist eine Entscheidung jetzt gefallen. Man will Jadon Sancho holen. Die RMC berichtet bereits darüber. Tatsächlich, Manchester United gibt wohl Jadon Sancho ab, eine Leihe samt Kaufpflicht zu Juventus Turin. Man hätte wohl auch ihn gerne wieder in der Bundesliga, zum Beispiel bei den Bayern oder auch bei Borussia Dortmund am liebsten vermutlich sehen wollen, aber der 25-Jährige soll sehr, sehr kurz davor stehen, dass er jetzt zu Juventus Turin wechselt. Auch der FC Chelsea war an Jadon Sancho interessiert für die Verpflichtung. Da muss man aber den Kader noch etwas ausdünnen und ja, sind wir mal so realistisch, das werden sie jetzt in den letzten 3 Tagen des Karriere des Transferfensters nicht mehr schaffen. Und jetzt sieht es wohl alles tatsächlich danach aus, dass es zu Juventus Turin gehen soll. Also mal wieder eine neue Liga für Jadon Sancho. Ich bin sehr gespannt, wie er in der Serie A dann auch performen wird. Es gibt zwar jetzt noch immer noch Restchancen bei Chelsea, denn man plante ja so eine Art, ja, ich sage mal, Leihdeal rund um Raheem Sterling und Jadon Sancho. Eine Möglichkeit auf jeden Fall. Vielleicht kann man da nochmal irgendwie reingrätschen, aber Stand jetzt deutet wirklich alles auf Juventus Turin drin. Auch wenn die Bild zuletzt nochmal berichtet hat, hat Borussia Dortmund nochmal die letzten Kräfte mobilisiert und wirklich nochmal versucht, hier irgendwie Jadon Sancho nochmal zurückzuholen. Aber anscheinend wurde das nichts. Das 20 Millionen Euro Jahresgehalt hätte der Bundesligist dann komplett übernehmen müssen und das war einfach auch zu viel für Borussia Dortmund oder ist immer noch zu viel. Mal gucken, was bei Borussia Dortmund noch so passiert. Jadon Sancho wurde er nicht. Der steht kurz vor einem Wechsel zu Juventus Turin und eben nicht zu dem FC Chelsea. Und da können wir jetzt auch drüber sprechen, denn tatsächlich ist jetzt eine neue Verhandlungsrunde am Laufen. Es ist nur noch der FC Chelsea von Europas Topclubs, die jetzt sich um Victor Osimhen bemühen. Paris Saint-Germain hat sich wohl komplett rausgezogen. Aber laut Fabrizio Romano gibt es eben auch noch weitere Clubs, nämlich Al-Ahli aus Saudi-Arabien. Die geben nochmal alles. Eine Delegation von saudi-arabischen Familien
Vermittlern reist wohl aktuell nach Italien. Die sind wohl gestern angekommen. Sie wollen unbedingt nochmal mit dem Management des nigerianischen Mittelstürmers verhandeln. Man will dem Spieler wohl richtig, richtig viel Kohle zahlen. Die Ablösesumme von 65 Millionen Euro für den Spieler wäre ja sowieso kein Problem. Das wissen wir ja. Und Victor Osimhen, der soll aber tatsächlich eigentlich einen Wechsel weiter hier in Europa präferieren. Ein Wechsel nach England ist wohl tatsächlich das präferierte Ziel der FC Chelsea, soll es eigentlich auch sein. Osimhen hat Bock auf Chelsea. Jetzt muss Chelsea nur noch tatsächlich hier mit dem SSC Neapel sich einigen. Das konnten sie bislang nicht. Da konnte man sich noch nicht auf diese 65 Millionen Euro, die Neapel haben will, einigen. Die Saudis haben direkt gesagt, ja, wir zahlen das, gar kein Problem. Chelsea, die wollen unbedingt einen neuen Mittelstürmer holen. Sie haben ja nicht schon 1000 andere Spieler im Kader. Dementsprechend sieht es jetzt aber hier so aus, dass das jetzt wahrscheinlich doch was werden könnte. Und es deutet zumindest alles darauf hin, dass Victor Osimhen bald ein Blue ist. Vielleicht ist er das fehlende Puzzlestück. Nicholas Jackson wird sich freuen, der eigentliche Stürmer von Chelsea. Wenn dann für 65 Millionen Euro Victor Osimhen kommt, dann wird er auch spielen. Ich bin mal gespannt. Bei Chelsea wäre er, keine Ahnung, ich schätze einfach mal, der 45. Pflichtspieler. Die haben ja mittlerweile, glaube ich, 8 Torhüter in den eigenen Reihen. Also was Chelsea da macht, ist einfach nur geisteskrank. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Kandidaten. Der ist komischerweise kein Kandidat bei Chelsea gewesen, sondern beim Borussia Dortmund. Die Rede ist von Ryan Cherki. Der war eigentlich schon mit einem Bein beim BVB. Dann war er plötzlich mal kurz davor, zu Paris zu wechseln und dann auf einmal zu RB Leipzig. Und jetzt ist mittlerweile wohl eine Kehrtwende beim Spieler eingetreten. Der 21-jährige Franzose möchte wohl seinen Vertrag tatsächlich bei Olympique Lyon verlängern. Der Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Er sieht aktuell keine andere Option, als diesen Vertrag zu verlängern. Der 21-Jährige steckt in so einer Art Sackgasse. Borussia Dortmund, Paris, das wurde alles nichts. Ende Juni, da wollte er unbedingt zu Paris. Die haben sich dann für Désiré Doué entschieden. Dann gab es mal Leipzig-Gerüchte, die sind dann auch relativ schnell wieder abgekühlt. Die haben auch einen anderen Stürmer geholt. Von daher sieht es bei Ryan Cherki so aus. Der Junge hat zwar richtig Potenzial. Ich hätte ihn auch sehr, sehr gerne als Reus-Nachfolger beim BVB gesehen, aber Nuri Sahin wohl eher nicht. Dementsprechend sieht es hier nach einer Verlängerung seines Vertrages aus. Mal gucken, wie es dann im nächsten Sommer aussieht. Vielleicht kann er sich eine gute Ausstiegsklausel einbauen lassen. Ich bleibe weiter hier an den Themen für euch dran. Das soll es für heute schon gewesen sein. Ja, ihr merkt, es gab jetzt immer mal so einen kleinen Livestream auf dem Kanal. Mal gucken, ob ich das jetzt die Tage nochmal mache. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Das war es soweit von mir. Wie gesagt, lasst ein Like auf das Video da, Abo auf den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und damit, Leute, ciao. Checkt doch gerne mal mein Instagram-Profil ab, bully_inside. Dort gibt es noch mehr News. Das habe ich in den letzten Wochen richtig wiederbelebt. Täglich mehrere Videos. Und schaut deswegen gerne vorbei und folgt mir auch da.